Ich will sein Vater sein und er wird mein Sohn oder meine Tochter sein. Nie werde ich meine Güte von ihm abwenden. Das ist so traurig. Unendlich traurig. Zu blöd. Kiki sitzt an ihrem Schreibtisch. Dicke Tränen rollen über ihre Wangen. Ich krieg das einfach nicht hin. Ich hasse Mathe, schnieft sie. Soll ich die Aufgaben schnell für dich rechnen? Bietet Timo an. Kiki tut ihm leid. Trotzdem kann er nicht verstehen, dass jemand solche Probleme bei sowas Einfachem wie Mathe haben kann. In dem Moment kommt Papa rein. Na, noch nicht fertig? Fragt er erstaunt. Kiki schleudert ihr Heft in die Ecke. Sie legt ihren Kopf auf die Arme. Timo geht lieber runter. Papa hebt das Heft auf. Ich helfe dir. Du bekommst das hin, versucht er sie zu trösten. Keiner kann mir helfen. Ich bin einfach zu blöd dafür, schluchzt Kiki. Papa muss ein bisschen lachen. Er zieht Timos Stuhl heran und setzt sich neben Kiki. Ruhig erklärt er Kiki die Aufgabe. Am Anfang klappt es trotzdem nicht. Aber dann versteht Kiki, wie es geht. Gemeinsam rechnen sie drei Aufgaben. Siehst du, das ist doch prima, lobt Papa. Doch als Kiki alleine weiterrechnen soll, weiß sie gar nicht mehr, wie sie das machen soll. Nochmal zeigt Papa, wie die Aufgabe geht. Er bleibt einfach neben Kiki sitzen, bis sie fertig ist. Morgen habe ich das bestimmt alles wieder vergessen, sagt sie traurig. Papa nimmt sie in den Arm. Dann üben wir das morgen Abend nochmal. Und am Wochenende. Immer wieder, bis du es kannst. Das schaffst du schon, ermutigt Papa sie. Erleichtert packt Kiki ihre Schulsachen ein. Jetzt wird gespielt. Und wenn sie morgen immer noch unsicher ist, hilft Papa ihr. Das ist gut. Wisst ihr, Gott ist wie ein Vater zu uns. Er wird uns nie im Stich lassen. Er hilft uns, wenn wir seine Hilfe brauchen, egal wie oft wir etwas nicht alleine hinkriegen. Er ist da. Und wenn wir es dann alleine schaffen, na, dann freut er sich mit uns. Und dabei ist es völlig egal, ob du Probleme in Mathe hast oder in Deutsch oder Sport oder in der Familie oder. Gott ist immer da. Das darfst du niemals vergessen. Und außerdem nicht vergessen, Nola ist morgen wieder für dich da. Bis denne, Antenne.